Ja, mit einem unguten Gefühl wendest du dich dann auch ab. Mittlerweile ist Dave Orson auch bereit, euch zu begleiten, der Geologe, der immer so viel Glück hat. Ja, und so geht es dann gemeinsam in Richtung des unteren Bereiches. Da, wo Rohöllager ist, der Brunnenschacht, der Bohrkern, das Herz der Anlage, was weiter nach oben pumpt. Ja, hier auch wieder viel Stahl, viel Beton, viel Plastik und alles still und verlassen. Ihr könnt immer noch den geöffneten Tank sehen, wo dann die vier Arbeiter sich reingestürzt haben. Aber ansonsten ist hier nichts los. Nur noch irgendwelche Sensoren, die fröhlich vor sich hin piepen, irgendwelche Computer, die rot leuchten, anzeigen, dass alles okay ist, der Förderstand, dass ja hier viele Barrel nach oben gepumpt werden. Die Biologin Nana Rothenpieler weiß natürlich, dass es sich hierbei um 2,5 Millionen Dollar pro Tag handelt, die hier dann in diesen Lagern abgelegt werden. Jetzt, ja, vor kurzem, als Team 1 abgeholt worden ist, hat man natürlich ganz, ganz viel Öl schon mit nach aus Festland genommen, aber mittlerweile sind die Lager wieder voll. Ja, voll. Zumindest könnt ihr dann, wenn ihr herantretet an das, an die geöffnete Kapsel, könnt ihr erkennen, dass die vier Arbeiter nicht auf der Oberfläche schwimmen, sondern einfach untergegangen sind in der zähflüssigen Masse und ihr nichts von ihnen erkennen könnt. Man wird sich umschauen, ob hier irgendwas, was man als Stab oder sowas verwenden kann. Also ein Besen wird vermutlich nicht in der Ecke stehen, aber. Er ist auch nicht lang genug, vor allem weil die Lager dann sehr tief sind, sehr breit und da müsste man ja vielleicht runtersteigen, aber ohne, naja gut, du weißt natürlich auch, dass das Öl nicht so ganz gesund ist, vor allem, dass es dann auch deine Haut beim Atmen stört, wenn dann eben deine Poren verklebt werden. Sagen Sie, Frau, wie war Ihr Name? Rothenpieler. Rothenpieler? Haben Sie dies hier alles schon gesehen? In Ihrem Traum? Nein, es war nicht hier. Es geht einfach nur um diese Art und Weise, dass einfach Menschen freiwillig in diesem Zeug baden gehen. Irgendwas stimmt doch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Öl aus diesem Tank in einen anderen umzupumpen oder so etwas, damit wir, ja, die vermutlich mittlerweile Leichen der armen Leute bergen können? Das müsste schon gehen, aber ich glaube, es ist sehr aufwendig und es dauert. Was aber auch komisch ist, auch hier, genau wie im Bohrkern, niemand zu sehen. Auch hier müssten doch normalerweise Leute sein, die hier arbeiten. Von den vier Arbeitern, die hier reingesprungen sind, aus welchem Grund auch immer mal abgesehen. Aber hier müssten doch Leute rumlaufen. Es Ja, müsste wie doch alles viel gesagt, belebter sein. die Arbeitsschicht ist eigentlich vorbei. Vermutlich dürfte jetzt nur noch ein Überwachungsnotteam oder sowas dort sein. Ja, aber Sag Sie grad sagen Wechsel. selbst, es müsste ein Team da sein. Zumindest ein oder zwei Personen, die sich hier umschauen, alles überwachen. Naja, die Vielleicht sind Dienstpläne sie. habe ich nicht überwacht, aber vielleicht sind es diese vier, die gerade dort reingestiegen sind. Oh, und vielleicht sind sie auch wegen der ganzen Situation. Und ich meine, vorhin war ja dieser Alarm. Vielleicht sind sie deswegen gerade nicht an ihren Plätzen und haben andere Sachen zu tun und zu regeln. Keine Ahnung. Nun, Ich finde das Ganze sehr merkwürdig. ja, allerdings. Was immer diese vier Männer hier gemacht haben, ist jetzt jedenfalls weg, als ob es sie niemals gegeben hätte. Kannten Sie diese vier, Frau Rothenpieler? Ich habe sie mal gesehen, denke ich. Aber die sehen auch alle gleich aus mit ihren Sicherheitsanzügen und Kappen. Sie können nicht sagen, ob sie zu Team 1 gehört, na, dem Team, dem sie auch angehört haben. So genau habe ich nicht hingeschaut. Ich meine, ich war völlig außer mir, diese Bilder. Ja, nur verständlich, nur verständlich. Während ihr euch gerade unterhaltet, könnt ihr es einmal zusammenklappen hören und ja, Monsieur Thierry Rondeau liegt auf dem Boden. Oh mein, wird immer besser. Monsieur Rondeau, und würde ihn angucken, ob ihm irgendwie Blut aus der Nase läuft, irgendwas derartiges. Nein, zumindest keine körperlichen Einschränkungen, die er hat. Deshalb habe ich gesagt, er sollte auf der Krankenstation warten. Wir müssen ihn hier rausbringen. Aber atmet er? Ich bück mich und halte mein Ohr über seinen Mund.
Okay, guck, ob ich einen Luftzug oder irgendwas wahrnehme an der Wange. Ich gehe hin und halte mal seine Beine ein bisschen hoch. Das ist ja sehr freundlich, dass Sie mich alle bekuscheln wollen, aber können Sie mir vielleicht noch ein bisschen Luft zu atmen lassen? Ah, okay, das geht ihm gut. Erstmal Erleichterung. Hm. Ich hab hier noch Papier oder so. Und dann fängt sie an zu fächeln. Was war mit Ihnen los? Sie sind auf einmal zusammengebrochen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Kommen Sie, wir bringen Sie wieder nach oben. Wenn Sie merken, dass Sie nicht mehr können, dann sagen Sie ruhig Bescheid, Monsieur Rondo. Ja eben, lassen Sie uns erstmal hier rausbringen. Ich schließe erstmal hier die Türen von dem Ding. Ich meine, wenn noch mehr Dämpfe hier rauskommen, vielleicht klappen dann noch mehr zusammen. In der Tat, wir sollten diese ganze Etage sperren lassen. Während die anderen sich so sorgenvoll um Mr. Rondo gekümmert haben, hätte ich die Gelegenheit genutzt, um schnell mit meinem Smartphone ein, zwei Fotos von dem Tank zu machen, bevor ich wieder zu den anderen getreten wäre. Mhm, klar. Sagen Sie, Mr. Rondo, entschuldigen Sie die direkte Frage, aber haben auch Sie Bilder gesehen? Während Ihrer kurzen Ohnmacht? Ja, Sterne und schwarze Ränder, also der Gang ist immer enger geworden. Klingt ganz so wie ein Ohnmachtsanfall, ganz normaler Natur. Ja, es tut mir wirklich leid, aber diese ganze Rennerei, diese ganze Hektik, diese ganze Schreierei. Sie brauchen sich nicht entschuldigen, wir bringen Sie wieder nach oben. Dort setzen Sie sich hin, trinken einen Schluck, vielleicht legen Sie sich auch hin und dann wird es Ihnen bald wieder besser gehen. Okay. Richtig. Ja, also. Ich erhebe mich dann wirklich wie in Zeitlupe. Der Mann sieht plötzlich älter aus. Noch älter. Hessel wird ihn auch stützen, wenn das nötig ist. Na, lassen Sie gut sein. Laufen kann ich gerade noch, aber... Nicht, dass Sie gleich die Treppe runterfallen. Es sind noch einige Stufen, die wieder nach oben gegangen werden müssen. Ah, lassen Sie mir einen Moment, ich krieg das schon hin. Auf dem Weg nach oben wende ich mich nochmal an die Frau Rotenpieler. Sagen Sie mal, Sie arbeiten hier jetzt schon noch ein Weilchen und hier ist ja doch einiges los, wie es aussieht. Gab es denn ähnliche Vorfälle schon früher? In dem Ausmaß, nein. Also, ich meine, dass mal jemand Kopfschmerzen hat, okay, dass mal jemand irgendwie, wie gesagt, verstimmt oder depressiv ist oder so, okay, aber sowas in dem Ausmaß ist mir bisher nicht untergekommen, nein. Haben Sie denn irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Nein. Das ist schon alles sehr seltsam hier. Vielleicht wirklich tritt irgendwo etwas aus. Wie waren das nochmal mit Ihren Forschungen? Ich habe zum Beispiel beobachtet, dass es hier kaum Fische gibt. Ich habe noch nicht mal einen einzigen gesehen, wenn ich ehrlich bin, um die Bohrinsel herum. Und ich habe sehr genau hingeschaut. Mir fällt noch was ein. Aus der Schicht 2, ich meine, da bin ich ja nicht. Ich bin ja in der Schicht 1. Da gab es mal einen Geologen, der hat jemand angegriffen. Und mehr weiß ich halt irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht, wen er angegriffen hat. Ach, Sie meinen Mr. Austin hier? Ja, er führt uns hier gerade. Ja, was? Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe keinen angegriffen. Sie waren das? Anscheinend aber schon, zumindest behaupten das mehrere Ihrer Kollegen. Ja, nein, ich hab hier auf die Rohre hier eingeschlagen. Ich war einfach ein bisschen überarbeitet, aber ich habe keinen Kollegen angegriffen. Anscheinend ja schon und gearbeitet trifft's gut. Sie haben, ich glaube, 2 Tage am Stück durchgearbeitet? 4 Schichten am Stück? Ja, das ist richtig, aber wenn ich gebraucht werde, dann muss ich ja den Leuten helfen. Natürlich, aber gab es denn, jetzt nochmal die Frage, gab es denn einen Vorfall, der das gerechtfertigt hat? Irgendwie eine Alarmstörung oder so? Ich war einfach überarbeitet. Aber sagen Sie, da wurde doch irgendjemand verletzt, einer dieser Arbeiter, wie hießen sie, Arthur, Connor und Jackson. Genau, die 3. Ja, nein, also, das steht zumindest so nicht in den Akten.
Ich kann mich ja selber nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich hier wohl auf die Anlagen und Apparaturen eingeschlagen habe. Mehr weiß ich davon selber gar nicht. Ich kann Ihnen das nicht verübeln. Ich hätte auch gerade große Lust dazu, das auch zu tun. Ich vermute ja Sabotage dahinter. Aber dem Sicherheitssystem müsste das doch aufgefallen sein. Dieses Sicherheitssystem ist offensichtlich ein großer Haufen Scheiße, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen sein sollte. Das wäre durchaus möglich. Ja, urteilen wir vielleicht nicht etwas vorschnell. Schließlich möchte ich nicht wissen, wie sich die üblichen Sicherheitssysteme gegen einen Angriff von Terroristen bewiesen hätten. Also im Normalfall bestehen übliche Sicherheitssysteme aus, wie sagt man, Maschinenpistole? Aber ganz ehrlich, wenn nicht mal dieses System funktioniert und hier im Rotenpiler auswendig machen kann... Das ist es halt. Und was ist dann erst mit den wichtigen Systemen, also die wirklich dafür sorgen, dass hier kein Unglück geschieht und die ganze See verseucht zum Beispiel? Also wenn hier schon solche Kleinigkeiten nicht funktionieren, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was hier alles passieren kann. Wenn ich so an die Küste von Afrika denke, wo Piraten regelmäßig mit Raketenwerfern auf unsere Schiffe schießen, dann ist dieses Sicherheitssystem hier ein Witz vor Ort. Ja, wir sind aber nun mal auch nicht am Horn von Afrika. Naja, aber weit davon weg scheinen wir nicht mehr zu sein. Immerhin klettern hier auch schon schwarze Männer an Bord. Nun, dabei könnte es sich aber auch um Aktivisten von Greenpeace handeln. Schließlich, wenn ich mich zurückerinnere, im Hafen von Hamburg standen sie auch ölverschmiert. Ja, da mag schon sein, dass sie da recht haben, aber ich glaube, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter, über die Motive unserer Terroristin zu spekulieren. Da stimme ich Ihnen deutlich zu. Aber wir sind uns wohl alle einig, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht haben die auch irgendwas eingeschleust, was dazu führt, dass wir so komische Sachen machen. Das meine ich, ja. Vielleicht haben sie einen Verbündeten hier an Bord. Ich würde skeptisch zu Kettler gucken. Na. Wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig beschuldigen, das führt zu gar nichts. Und ich meine, Mr. Kettler ist ein angesehener Reporter und kein Terrorist. Das wollen wir mal festhalten. Es ist ja auch nicht gerade so, als ob ich ständig von Ihnen weg gewesen wäre, um in irgendwelchen Sicherheitsbereichen Unfug anzustellen, über die ich keinen Zutritt habe, nicht wahr? Dennoch sollten wir vorsichtig sein. Ja. Jetzt hören Sie auf, sich zu streiten, das führt zu... Sie haben recht, es führt einfach zu nichts. Nun, da wir hier offensichtlich nichts mehr tun können, lassen Sie uns mal hier rausgehen. Beziehungsweise wieder zurück in den Computerraum. Ja, da haben Sie völlig recht. Das Ganze deprimiert mich nur, dieser Anblick. Wir können nichts machen. Ich meine, wir können sie ja nicht mal aus dem Öl rausfischen. Vor allen Dingen interessiert mich eins, da der Bereich unten mit den Tanks ja auch überwacht ist. Vielleicht war ja noch jemand da, während wir gerade unten waren. Wo unten? Also was soll der gemacht haben? In dem Bereich. Oder welchen? Vielleicht hat die Kamera noch irgendetwas anderes aufgezeichnet. Vielleicht spinnt die Kamera auch. Ich hoffe, das hätte die Computerleute uns durchgegeben. Sagen Sie, gibt es nicht so etwas, das nennt sich Computer-Virus oder so ähnlich? Natürlich gibt es die. Ja, vielleicht hat irgendjemand hier dieses System sabotiert mit einer Virus. Aber wer sollte das tun? Ich meine, die einzigen, die... Greenpeace-Aktivisten, die rennen hier auf dieser Plattform herum? Ja, dann müssten sie zumindest an Jim Wald und so weiter vorbei. Und so wie der drauf ist, lässt er niemanden ran. Ich habe keine Ahnung, was man dafür tun muss. Ich bin auch kein Techniker, aber das erscheint mir ein realistisches Szenario. Also, haben Sie eine bessere Erklärung für diesen ganzen Wand? Wobei, das Sicherheitssystem hat ja schon Fehler aufgewiesen, bevor wir überhaupt hier waren. Das muss ja heute Morgen eigentlich schon angefangen haben. Sagen Sie mal, Mr. Und Austin, die zwei Techniker, wie lange arbeiten die denn schon hier? Sie meinen die Computerspezialisten oder welche Techniker? Ja, genau die. Jim Walt ist, glaube ich, schon seit Beginn dabei, also nachdem das vor 3 Jahren hier aufgebaut worden ist, und Alex Müller ist relativ neu. Also, ich glaube, der ist noch in der Ausbildung, zusammen mit Frau Rotenpieler ist er hierher gekommen.
Also ich weiß nicht, wer hier von Anfang an dabei ist, ob der einen Grund hat, die ganze Sache zu sabotieren. Er hat immer einen sicheren Arbeitsplatz und dieser Müller, naja, es scheint mir nicht der Typ dazu zu sein. Und warum hätte er 3 Jahre lang warten sollen, um jetzt was zu machen? Er hätte es schon viel eher machen können. Davon abgesehen bringt kein Computervirus der Welt jemanden, naja, und noch viel weniger 4 Arbeiter dazu, den Freitod in einem Ölbad zu wählen. Vielleicht waren es auch einfach nur irgendwelche Halluzinationen oder sowas und das hat es denn gegeben. Vielleicht spinnen auch die Kamerabilder oder so. Ich meine, sie haben ja auch nicht gezeigt, dass ich da unten rumgelegen habe. Vielleicht stimmt irgendwas mit dem ganzen System nicht. Aber sie sagten doch, also zumindest, wenn ich es richtig gehört habe, dass Alex Müller auch schon zusammen mit Frau Rottenpieler hierher gekommen ist. Das heißt, er gehört eigentlich auch zu Team 1. Wieso ist er noch hier? Nein, damit meinte ich, vor 3 Monaten sind die hierher gekommen, oder? Oder vor 2 Monaten? Ja, ja. Ja, genau. Seitdem ist er dabei. Okay. Ah, verstehe. Sagen Sie mal, Sie kennen die Anlage hier doch auch. Könnte es wirklich sein, dass hier irgendetwas ausgetreten ist, was, weiß nicht, einfach verrückt im Kopf macht? Ja, das kann selbstverständlich sein, aber naja, solange Jim Ward oben an den Computern sitzt und naja, sie haben ja eben ausgeschlossen, dass er einer von ihnen ist, solange das so ist, sollte er uns das eigentlich dann melden. Wir könnten ihn fragen, ob er uns auf der Kamera gesehen hat. Das wollte ich ja gerade tun und bei der Gelegenheit, ob noch etwas anderes auf den Kameras sichtbar war, während wir dort unten waren. Ich würde mich auch unauffällig. Würde mich auch mal möglichst unauffällig immer wieder zu den Kameras, denen wir so begegnen, mal die mir mal anschauen und schauen, ob die sich uns vielleicht eventuell folgen. Ja, das sind so runde Objektive mit ein paar roten Punkten drin. Da kannst du nicht wirklich erkennen, ob sie dir dann wirklich folgen. Wird wahrscheinlich so sein, ja. Sind zumindest sehr unauffällig. Okay. Es sind keine gedrehten mit einem Objektiv, was dann in deine Richtung schaut oder sowas. Die schauen in alle Richtungen. Also so rund um Kameras eigentlich. Genau, okay. Rund um Kameras. Ja, ich weiß nicht. Alles merkwürdig hier. Ich könnte mal etwas frische Luft vertragen. So langsam schlägt mir das alles auf den Magen. Nicht nur sie. Sobald wir im Computerraum waren, will ich auch mal vor die Tür. Diese Kopfschmerzen kommen wieder zurück. Es ist grausam. Es wird auch nicht früher und auch wenn ich verstehen kann, dass es schwer ist nach so einem Tag, kann ich nur empfehlen, dass sie bald versuchen, ein wenig Schlaf zu kriegen. Verstehe doch ich nicht falsch. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich doch mal in die frische Luft. Ah, selbstverständlich. Ganz ehrlich. Ich meinte auch nicht sofort, ich meine nur, dass es... Nein, ich verstehe Sie schon. Es ist ja schon ziemlich spät. Ich denke, wir haben jetzt gerade 10 Uhr oder so, also... Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir Schlaf finden, aber zuvor etwas frische Luft muss sein. Ja, Herr Forrester, Sie haben das schon richtig verstanden. Der Papa Hessel hat Sie ins Bett geschickt, ohne eine gute Nachtkuss und ohne eine Glas Milch und ohne eine Keks. Ich weiß nicht, wo Sie ihn Humor haben, aber behalten Sie ihn sich. Ja, Sie müssen das so sehen. Wir haben heute einen fürchterlichen Tag hinter uns alle. Wenn wir uns nicht halten, unsere Galgenhumor, was sollen wir sonst machen? Ja. Das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert, dass mich jemand ins Bett geschickt hat. Das hat früher mal nur meine Mama gemacht. Selbstverständlich steht Ihnen frei, zu Bett zu gehen, wann Sie auch immer das Gericht halten. Ich veralbe Sie nur ein bisschen, Herr Hesse. Nehmen Sie mir nicht böse, ist nur ein kleiner Spaß. Ja, wie gesagt, den Humor sollten Sie sich auf jeden Fall behalten. Aber Sie haben recht, ich sollte mich wirklich hinlegen. Um mich dreht sich schon alles und ich sehe andauernd schwarze Dinger. Ich weiß nicht, mir ist komisch im Kopf. Sie sehen Schatten? Sehr seltsam. Ich weiß nicht genau, was ich sehe. Ich vermute einfach nur, dass mir sehr schwindelig ist. Aber ist schon in Ordnung. Beachten Sie mich gar nicht. Jetzt kippen Sie uns nicht nochmal um. Wenn allerdings. Es sein muss, schützen wir Sie. Nein, das wird schon in Ordnung sein. Also Hessel wird sich dann relativ auffällig sehr nah an ihn ranstellen, um ihn notfalls nochmal auffangen zu können. Ja, so sagen Sie, ist das normal, dass das Rohr winkt? Rohr, das winkt?
Nein, das ist alles andere als normal. Wie kommt ja, dieses auf? Schwarze Zeug, was hier überall rumtanzt. Ich hab fast das Gefühl, dass die Schatten auf mich zukommen. Da wird man wieder den Arm um ihn legen, auf jeden Fall. Wir sollten ganz, ganz schnell raus und ihn in die Krankenstation bringen, weil irgendwas stimmt hier ganz sicher nicht. Ich glaube, es ist auch besser, wenn Sie die Nacht auf der Krankenstation verbringen, Mr. Rondo. Nichts gegen Sie, aber... Das, ich denke auch, das ist eine, nicht normal. Eine Vorsichtsmaßnahme, die getroffen werden sollte. Ja, so geht ihr die Treppen mit Beton verkleidet wieder nach oben und erreicht, ja, die Unterkünfte, Level 3. Ja, es ist natürlich die Frage, wo ihr hin wollt. Erst zur Krankenstation, zu den Computerräumen oder zum Erholungsraum. Die Engel erstmal verlassen. Wir bringen erstmal Mr. Rondo auf die Krankenstation, ja. Dann sind wir weiter. Dem stimme ich zu. Das hat jetzt Priorität. Ja, während ihr dann durch die Gänge geht, könnt ihr auch erkennen, dass zumindest auf dem Gang, wo es die Schießerei gab, steht jetzt gerade eine Putzkraft und wischt den Boden, der ja blutig rot und schwarz verklebt ist, und versucht das wieder ein bisschen sauber zu machen, damit hier nichts mehr nach einer Schießerei aussieht. Die Putzkraft, die uns schon aufgefallen ist, dieser, hieß er noch? Dieser Charlie? Nee, das ist ein anderer. Könntest du jetzt nochmal nachfragen oder sowas, aber wenn, das ist zumindest nicht er. Okay, gut. Nee, ich dachte nur, wenn das gewesen wäre, dann hätte ich mir eine geistige Notiz gemacht. Okay, er ist noch da und so gehe ich einfach nur weiter. Gut, ja, könntet ihr Mr. Rondeau auf die Krankenstation bringen? Die beiden Leute sind mittlerweile, ist ja schon einige Zeit vergangen, sind die wohl untergebracht auf der Krankenstation, nicht mehr auf der Ambulanz, und die Operation, Notoperationen sind da wohl abgeschlossen. Ihr könnt auch noch zwei, nee, könnt ihr nicht, Verborgenes erkennen, wenn ihr mehr erkennen wollen würdet, oder sowas wie Horchen. Ich würde euch beide Würfe einmal gestatten, da müsste ich natürlich wissen, wer was würfelt, dann mal Horchen und Verborgenes erkennen. Ich nehme Verborgenes erkennen. Ich nehme auch Verborgenes erkennen. Und derzeit im Zustand verzichte ich aufs Würfeln. Nee. Ja, die Tür steht so ein Spalt offen und Björn Kettler kann erkennen, dass da wohl zwei schwarze Säcke liegen. Menschengroß, kannst du natürlich den Rest denken. Und Peter Forrester kann auch noch hören, wie sie gerade dabei sind, sich leise zu unterhalten. Verstehst aber nur ein paar Bruchteile. Ja, dann geht die Tür auf und einer der Ärzte nimmt sich Thierry Rondeau an, wenn er ihn dann da übergibt. Ich würde noch versuchen, durch den Spalt, durch die Tür, ein Foto von den Säcken zu machen. Ja, hast du sowas wie Kunstfotografie oder so, damit das schnell geht und damit das ordentlich ausreichend ist? Habe ich, glaube ich, tatsächlich. Ja, nicht sehr gut, aber ich probiere es mal. Ja, weil schnell dann, während die Tür aufgeht oder während er da den Spalt wieder zumacht, während er dann da rauskommt, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Dann gelingt dir in der Geschwindigkeit eben auch ein ausreichend gutes Foto von den beiden Leichensäcken. Also gut, was haben wir hier? Ein alter Mann. Ah, Sie müssten Mr. Rondeau sein, richtig? Was kann ich denn für Sie tun? Er war mit uns unten bei dem Öltank und ist auf einmal zusammengebrochen. Und seitdem hat er merkwürdige Visionen. Er sieht Schatten überall, die tanzen, schwarze Gestalten, die auf ihn zukommen und... Naja, Rohre, die winken. Alles sehr seltsam. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit bleiben Sie die Nacht über zur Beobachtung hier. Wir können Ihnen noch einen Tropf legen, wenn Sie mögen, und dann können wir uns morgen das Ganze nochmal ansehen, ob es Ihnen dann besser geht. Nein, eine Spritze. Nein. Ich möchte keine Spritze haben, ne Doktor. Ja, dann bleiben Sie einfach hier, ich kann Ihnen noch ein paar Vitamintabletten geben, wenn Sie mögen.
wenn sie Kontrolle wollen. Diese Männer haben mich gezwungen, hierher zu kommen. Eigentlich wollte ich gar nicht hier reden. Na, Monsieur Rondeau, Sie sind zusammengebrochen und scheinen immer noch ein wenig erschöpft zu sein. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn Sie in ärztlicher Aufsicht sind. Wie viele Finger halte ich denn hoch? Drei und ein Daumen. Okay. Also gut, wenn es Sie nichts ausmacht, bleiben Sie einfach die Nacht über hier. Danach können wir uns das am morgigen Tage wieder ansehen, wie es Ihnen dann geht. Tut mir leid, ich habe gerade alle Hände noch voll zu tun. Beachten Sie mich gar nicht. Machen Sie Ihre... Also kümmern Sie sich um den, die richtig schlecht geht. Mir geht wieder okay. Gut. Sonst legen Sie sich hier auf die Liege, wenn Sie mögen. Na, wie Sie werden schlecht haben. Wird sich der alte Mann tatsächlich da drauflegen und versuchen, sich ein wenig zu entspannen.